1892 nimmt eine Erfolgsgeschichte ihren Anfang. Johann Kapsch legt den Grundstein zu revolutionärer Pionierarbeit, die quer durch die Zeit Maßstäbe setzt. Alles beginnt mit der Gründung einer Feinmechanikwerkstatt in der Schoppenfeldgasse. Schritt für Schritt erobert Kapsch die Telefonie. Um 1900 entstehen bahnbrechende Geräte für mehr Apparathaushalte und erste Großgeräte gehen als charakteristische Produktlinien in kleine Serien. Mit dem revolutionären Tragringapparat hält auch erste Mobilität Einzug. In den 20er Jahren prägt Kapsch die Welt der Funktechnik. Unkomplizierte Technologie und zeitloses Design bestimmen die ersten Apparate. Markante Bauformen, Radioröhren und Batteriebetrieb sind Ausdrucksformen eines Zeitgeistes, der fasziniert. Fernsehtechnik wird in den 50er Jahren zum Kapsch-Thema. Erste zukunftsweisende Geräte sind Zeugen eines neuen Fortschritts, bei dem Kapsch Pionierarbeit leistet. In Folge ist Farbfernsehtechnik Teil der breit aufgestellten Technologie des Unternehmens. Nach und nach nimmt Kapsch als Hersteller für die Industrie eine Vorreiterrolle ein. Mobilität, Datensicherung und andere visionäre Projekte sind Wegbereiter in die Gegenwart. Heute ist Kapsch führender Systemanbieter für innovative Verkehrstelematik und Telekommunikation mit Repräsentanzen auf allen Kontinenten. Seit über 120 Jahren prägen Wachstum und Entdeckergeist die Entwicklung des Unternehmens. Ein Spirit, der im Kapsch-Museum spürbar und erlebbar ist.